Naja, wir haben es aufgenommen, sie kommen nach Israel. Nach Israel? Ja. Das wurde euch so gesagt? Ja, die haben gesagt, der Jude geht in den Staat zurück, wo er hingehört, ja. Und die Lager und so weiter, davon haben wir, wollen wir mal sagen, als Publikum, nicht, haben wir weniger mitbekommen. Mhm. Da war man froh, dass man früh sein Brot hatte und Mittag. Und die Juden, die werden in ihr heiliges Land Israel verfrachtet. Lieber Parteigenosse Luther, da die zur Erörterung stehenden Fragen keinen längeren Aufschub zulassen, lade ich Sie daher neuerlich zu einer Besprechung mit anschließendem Frühstück zum 20. Januar 1942 um 12 Uhr Berlin am Großen Wannsee 5658 ein. Heil Hitler, ihr Heidrich. Zur Wannsee-Konferenz sind erschienen der Chef des SD-SS-Obergruppenführer Heidrich, SS-Sturmanführer Eichmann vom Reichssicherheitshauptamt, SS-Sturmanführer Dr. Schöngart von der Sicherheitspolizei, SS-Gruppenführer Müller vom Reichssicherheitshauptamt, SS-Sturmanführer Dr. Lange, Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD, SS-Gruppenführer Hoffmann aus dem Rasse- und Siedlungshauptamt, SS-Oberführer Klopfer aus der Reichskanzlei, Unterstaatssekretär Luther, Vertreter des Auswärtigen Amtes, Gauleiter Dr. Meyer aus dem Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, Staatssekretär Dr. Freisler vom Justizministerium und 5 weitere Teilnehmer der verschiedensten Verwaltungsebenen des Dritten Reiches. Sie alle erschienen im Auftrage des Reichsmarschalls und ihres Führers. Die Federführung bei der Bearbeitung der Endlösung der Judenfrage liege ohne Rücksicht auf geografische Grenzen zentral beim Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD gab sodann einen kurzen Rückblick über den bisher geführten Kampf gegen diesen Gegner. Die wesentlichsten Momente bilden: A. Die Zurückdrängung der Juden aus den einzelnen Lebensgebieten des deutschen Volkes. B. Die Zurückdrängung der Juden aus dem Lebensraum des deutschen Volkes. Anstelle der Auswanderung ist nunmehr als weitere Lösungsmöglichkeit nach entsprechender vorheriger Genehmigung durch den Führer die Evakuierung der Juden nach dem Osten getreten. Diese Aktionen sind jedoch lediglich als Ausweichmöglichkeiten anzusprechen. Doch werden hier bereits jene praktischen Erfahrungen gesammelt, die im Hinblick auf die kommende Endlösung der Judenfrage von wichtiger Bedeutung sind. Im Zuge dieser Endlösung der europäischen Judenfrage kommen rund 11 Millionen Juden in Betracht. Unter entsprechender Leitung sollen nun im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeiterkolonnen unter Trennung der Geschlechter werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser eine natürliche Auslese darstellend bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaus anzusprechen ist. Siehe die Erfahrung der Geschichte. Auftragsgemäß und in treuer Pflichterfüllung haben die in Berlin versammelten Herren ein perfektes Konzept erarbeitet, um die organisatorischen, sachlichen und materiellen Belange in Hinblick auf die Endlösung der europäischen Judenfrage zu klären. Noch heute, 50 Jahre nach Beendigung des unfassbaren Versuches, ein ganzes Volk auszurotten, stockt dem Betrachter der Atem und aus historischer Belastung sein Schritt, wenn er sich dem Originalschauplatz eines Massenvernichtungskomplexes zuwendet. Abschließend wurden die verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten besprochen, wobei sowohl seitens des Gauleiters Dr. Meyer als auch seitens des Staatssekretärs Dr. Bühler der Standpunkt vertreten wurde,
gewisse vorbereitende Arbeiten im Zug der Endlösung gleich in den betreffenden Gebieten selbst durchzuführen, wobei jedoch eine Beunruhigung der Bevölkerung vermieden werden müsse. Mit der Bitte der Chefs der Sicherheitspolizei und des SD an die Besprechungsteilnehmer, ihm bei der Durchführung der Lösungsarbeiten entsprechende Unterstützung zu gewähren, wurde die Besprechung geschlossen. Verbrachte die folgende Woche in schrecklicher Angst. Die Leistung von Treblinka betrug 500 Einheiten in 24 Stunden. Die von Auschwitz sollte dem Programm nach 3000 Einheiten betragen. In knapp 4 Wochen sollte ich dem Reichsführer einen Gesamtplan in dieser Frage vorlegen. Und ich hatte noch keine Vorstellung davon. Ich betrachtete das Problem vergeblich von allen Seiten. Es gelang mir nicht einmal, die Lösung auch nur von Ferne zu sehen. 20 Mal am Tage war mir die Kehle angesichts der Gewissheit eines Misserfolges wie zugeschnürt. Und ich wiederholte mir mit Entsetzen, dass ich gleich zu Anfang in der Erfüllung meiner Pflicht kläglich scheitern würde. In der Tat sah ich sehr gut ein, dass ich eine 6-mal höhere Leistung erreichen musste als in Treblinka. Aber ich sah keinerlei Möglichkeit, sie zu erreichen. Es war leicht, 6-mal so viel Räume zu errichten als in Treblinka, aber das hätte nichts genützt. Man hätte auch 6-mal so viel LKWs haben müssen. Und in dieser Beziehung gab ich mir keiner Täuschung hin. Ich verzweifelte fast, eine Lösung dieser beträchtlichen Schwierigkeit zu finden, als ein von der Vorsehung gewollter Zufall sie mir lieferte. Eine Woche vor dem vom Reichsführer für die Einrichtung des Plans festgesetzten Termin wurde ich offiziell vom Besuch des Inspektors der Lager, Gruppenführer Görz, benachrichtigt. Daher ließ ich eine große Reinigung aller Räumlichkeiten des KZs vornehmen. Und am Vortage der Inspektion besichtigte ich sie selbst, mit peinlichster Genauigkeit. Dabei geriet ich in einen kleinen Raum, wo ein Haufen kleiner zylindrischer Büchsen aufgestapelt war, auf denen stand Giftgas und darunter Zyklon B. Es war der Überrest des Materials, das die Firma Werle und Frischler ein Jahr vorher geliefert hatte, um die Kasernen der polnischen Artilleristen vom Ungeziefer zu befreien. Diese Behälter wogen 1 Kilo. Sie waren hermetisch verschlossen. Und wenn man sie öffnete, zeigten sich, wie ich mich erinnerte, grüne Kristalle, die beim Zusammentreffen mit Sauerstoff der Luft Gas entwickelten. Ich erinnerte mich auch, dass Werle und Frischler und 2 Techniker gesandt, dass diese Gasmasten angelegt und alle möglichen Vorsichtsmaßregeln getroffen hatten, ehe sie die Behälter öffneten. Und ich schloss daraus, dass dieses Gas für den Menschen ebenso gefährlich sei wie für Ungeziefer. Ich verfügte unverzüglich, seine Eigenschaften auszuprobieren. Ich ließ in die Mauer der 2 provisorischen Anlagen von Birkenau ein Loch von entsprechendem Durchmesser machen und außen mit einer Klappe versehen. Untaugliche, an Zahl 200, wurden in dem Raum versammelt und ich ließ den Inhalt einer Büchse Zyklon B durch diese Öffnung hineinschütten. Sofort ging darin ein Geheul los und die Tür wie die Mauern ertönten von heftigen Schlägen. Dann wurde die Schreie schwächer. Und nach 5 Minuten herrschte völlige Stille. Ich ließ an die SS-Männer Gasmasken verteilen und gab Befehl, alle Öffnungen aufzumachen, um Durchzug zu schaffen. Ich wartete noch einige Minuten und betrat als erster die Halle. Der Tod hatte sein Werk getan. Bum, 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 bum
bum bidi bidi bum bim bum bidi bidi bum bim bum bidi bidi bum. Such der Bretter den Morden, hag ich den Morden im Boden, nenn auch rufen in dein Kar, wird mein Team gedinke das. Nenn auch rufen in dein Kar, wird mein Team gedinke und gedacht. Indem ich den Bau einer Halle von so großartigen Dimensionen ins Auge fasste, wurde mir bewusst, dass ich zum ersten Mal Mittel ersann, die der historischen Aufgabe, die mir oblag, entsprachen. Es musste nicht bloß schnell gehen, es musste großzügig geschehen, und zwar gleich von Anfang an. Indem ich darüber nachdachte, kam ich zu der Überzeugung, dass die Halle unterirdisch und aus Beton sein müsse, sowohl um dem verzweifelten Ansturm einer so beträchtlichen Masse von Opfern standzuhalten, wie um die Schreie zu ersticken. Daraus folgte ferner, dass wenn man keine Fenster mehr einbaute, durch die nach der Vergasung der Raum gelüftet werden konnte, man für ein künstliches Lüftungssystem sorgen musste. Bei weiterem Nachdenken erschien es mir gleichfalls wünschenswert, vor diesem Raum einen Auskleideraum anzuordnen, mit Bänken, Kleiderhaken oder Kleiderbügeln ausgestattet, der einen geeigneten Anblick bieten würde, um die Patienten zu beruhigen. Um die Wahrheit zu sagen, ich liebte die Gräben nicht sehr. Das Verfahren erschien mir zu plump, primitiv und eines großen Industrievolkes unwürdig. Ich war mir bewusst, indem ich mich für die Öfen entschied, eine modernere Lösung zu wählen. Die Öfen hatten obendrein den Vorteil, besser die Geheimhaltung zu wahren, da die Verbrennung nicht im Freien, wie in den Gräben, sondern gegen Sicht geschützt vollzogen wurde. Außerdem war es mir von Anfang an wünschenswert erschienen, alle für die Sonderaktion notwendigen Dienststellen in demselben Gebäude zusammenzufassen. Ich legte auf diesen Gedanken viel Wert und hatte aus der Antwort des Reichsführers ersehen können, dass er ihn gleichfalls gereizt hatte. Es lag in der Tat etwas den Geist Befriedigendes in dem Gedanken, dass von dem Augenblick an, in dem sich die Türen des Auskleideraums hinter einer Sendung von 2000 Juden schließen würden, bis zu dem Augenblick, da die Juden zu Asche zerfallen würden, der ganze Vorgang ohne Anstoß an demselben Orte abrollen würde. Ich drehte mich um. Ihr Blick erschreckte mich. So, sagte sie, das also tust du. Ich wandte den Kopf. Ich weiß nicht, was du damit sagen willst. Ich wollte kehrt machen, hinausgehen, das Gespräch abbrechen. Aber ich stand da wie erstarrt, wie gelähmt. Ich konnte sie nicht einmal ansehen. So, sagte sie mit leiser Stimme, du vergaßt sie. Und dieser entsetzliche Geruch kommt von ihnen her. Ich öffnete den Mund, aber ich konnte nicht sprechen. Die Schornsteine, fuhr sie fort, ich begreife jetzt alles. Ich blickte zu Boden und sagte, selbstverständlich verbrennen wir die Toten. Man hat in Deutschland schon immer Leichen verbrannt, das weißt du doch. Das ist eine Frage der Hygiene. Dagegen ist nichts zu sagen, besonders bei Epidemien. Sie schrie, du lügst, du vergaßt sie. Ich hob bestürzt den Kopf. Ich lüge? Elsie, wie kannst du das wagen? Sie fuhr fort, ohne mich zu hören. Männer, Frauen, Kinder, alle durcheinander, nackt.
und die Kinder sehen aus wie kleine Affen. Ich richtete mich steil auf. Ich weiß nicht, was du da redest. Ich machte eine heftige Anstrengung und es gelang mir, mich wieder zu bewegen. Ich drehte mich um und tat einen Schritt auf die Tür zu. Sogleich überholte sie mich, mit verblüffender Schnelligkeit, stürzte an die Tür und lehnte sich dagegen. »Du«, sagte sie, »du«. Sie zitterte am ganzen Leibe. Mit weit aufgerissenen, funkelnden Augen starrte sie mich an. Ich rief, »Wenn du glaubst, dass ich das gerne tue...« Und sofort versank ich in einer Flut von Scham. Ich hatte den Reichsführer verraten. Ich hatte meiner Frau ein Staatsgeheimnis enthüllt. »Es ist also wahr«, rief Else. »Du tötest sie«, sie wiederholte weinend. »Du tötest sie«. Blitzschnell ergriff ich sie bei den Schultern, legte meine Hand auf den Mund und sagte, »Leiser, Elsie, ich bitte dich, leiser.« Es hat unter der Nazi-Herrschaft hunderte, tausende Rudolf Höss gegeben, moralisch innerhalb der Immoralität, gewissenhaft ohne Gewissen. Kleine Kader, die dank ihrer Zuverlässigkeit und dank ihren Verdiensten zu den höchsten Ämtern aufstiegen. Alles, was Rudolf Höss tat, tat er nicht aus Grausamkeit, sondern im Namen des kategorischen Imperativs, aus Treue zum Führer, aus Respekt vor dem Staat, mit einem Wort, als ein Mann der Pflicht. Und gerade darin ist er ein Ungeheuer.